Benedikts zu Bernds Geheimtipps. Ja, ja, klar. Da müssen wir schon was auf uns nehmen, ne? Machen wir ja auch. Auch schöne Bilder für euch zu produzieren. Ja, man fährt hier richtig durch Stock und Stein. Ja, genau. Normalerweise über, aber hier fährt man durch Stock und Stein. Leute, wir sind gerade mit dem Auto unterwegs zu unserem Platz. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir haben hier nur eine schöne Allee gefunden, wo Dammwild die Straße überquert hat. Und ja, wir gucken jetzt uns gerade die Gegend an und so. Vielleicht werden wir hier bleiben und so und unser Glück noch mal weiter zu suchen. Aber ich habe hier noch eine schönere Entdeckung gemacht. Es sind zwei. Es handelt sich um Pilze. Naja, ich drehe euch mal rum. Seht ihr selber. Ja, da ist er. Ein Fliegenpilz. Natürlich giftig. Wenn ihr sowas seht, nicht essen. An diesen umgefallenen Baumstumpf sieht man natürlich hier die Reste von Pilzen, die angefressen worden sind. Das ist natürlich von Wild abstammt. Und hier links daneben der schöne Fliegenpilz. Und hier wächst noch ein ganzer kleiner. Das sieht aus wie so eine kleine Kirschtomate, aber das wird auch mal ein Fliegenpilz. Und hier nochmal ganz links davon, genau da, ein großer. Ja, in Mecklenburg wirkt man auch dementsprechend hier auf gewisse Warnschilder in Wäldern hängen oder aufmerksam gemacht. Das zum Beispiel. Diesem Gebiet nach Beute. Mutter und Kopf alleine führen. Kinder bitte beaufsichtigen. Das Rotkäppchen. Klasse. Ja. Null. Absolut null, weil
hier hinten unter der, auf diesem Kamm. Da rasten und liegen viele Dammhirsche oft. Mhm. Aber heute eben nicht. Wir müssen weiter suchen. Aber die Beschaffenheit ist ideal. Die, also die Fläche, im Hintergrund viel, viel Wälder und überall solche schönen offene Wiesen, also Felder. Und wie man hier sieht, wieder eine Baumallee und dahinter wieder das gleiche, offenes Feld. Klasse. Wahnsinn, ne? Und diese Mischwälder dann dahinter, man sieht es an der unterschiedlichen Färbung der ganzen Bäume und dann der blaue Himmel da. Ja. Das war was, ne? Ja, nach diesem kleinen, schönen, kurzen Halt geht's weiter. Bernd ist beschäftigt mit seinem Geländewagen hier. Also das Wackeln, das ist nicht künstlich gestellt, das ist definitiv die Straße. Wir fahren nur 15, ne? Also langsam. Ja, das ist eins meiner Hauptplätze zum Filmen hier. Mhm. Aber leider im Moment nichts zu sehen. Dann haben wir vielleicht auch mobil. Die Gegend hier, die ist auch wunderschön, also richtig, wie man sich das vorstellt. Eine schöne, verträumte Gegend, ein Laubwald, auch man sieht viele andere Arten wie Buchen oder Kastanien, viele Birken sind da. Und wenn man da aus dem Fleck Buchen kommt, das ist halt echt toll, du riechst es halt sofort wie einen klassischen schönen Waldgeruch von den Buchen, von den Harz. Das ist sehr schön und idyllisch, Bernd. Also ja, ja. Gute Gegend. Guck mal hier, das hat einen schönen Wald. Hier hat man so selten. Wir fahren jetzt gleich auf eine schöne so toll. Die einzige Art, simpel und einfach Kaffee im Wald zu kochen. Weißt du? Total klasse. Funktioniert. So. Oh, jetzt habe ich einen erst kaputt gemacht. Wahrscheinlich erst in meinem Leben. Das ist der Profi-Effekt. Zucker? Nein.
Pullover. Ja, mit so einem alten Zuhosi-Behälter. Finde ich auch wieder am besten. Schön rund, die kann man leicht transportieren. Ja. Und wenn man sie ja nicht mehr braucht, kann man sie notfalls auch irgendwie entsorgen. Ne? Wiegt nichts. Ja. Dann ist schon gut. Das ist richtig, der ist schön. Der hier ist irgendwie, der wollte noch nicht so richtig. Hallo ihr Lieben, wir haben jetzt eine wunderbare Scouting-Tour gemacht, Kaffee getrunken, geschaut, gemacht. Jetzt uns mal über die örtlichen Verhältnisse machen wir uns genau ein Bild und wir packen jetzt unsere 7 Sachen zusammen und laufen zum Ansitz und versuchen da noch ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Ja. Wir sehen uns dann da. Bis dann. Bleibt dabei.